www.kindernetz.de. Ist ja super, danke! Ja. Hallo! Hallo, hier meine Boardingkarte. Vielen Dank. Du sitzt heute auf Platz 16F. Einen schönen Flug wünsche ich dir. Danke! Tschüss! Tschüss! Hallo, ihr fragt euch vielleicht, was ich in diesem Flugzeug mache. Also, ich habe einen Anruf bekommen aus Norwegen. Der Walschützer Benjamin Seifang braucht dringend meine Hilfe. Die Wale gehören ja immer noch zu den bedrohten Tierarten auf dieser Erde. Ja, es dreht sich übrigens um die Pottwale, hat er gesagt. Ach so, und ich soll unbedingt meine Kamera mitbringen. Mein Ziel ist die Stadt Andenes in Norwegen. Hier oben, hoch im Norden des Atlantiks, soll man die größten Raubtiere der Erde hautnah erleben können. Das lasse ich mir als der Tierexperte natürlich nicht entgehen. Tschüss und vielen Dank. Olli, tschüss. Bitteschön, hat Spaß gemacht. Ja, war ein super Flug. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss, Olli. Viel Spaß bei den Walen. Ja, danke. Ah, ich habe Hausnummer 511. 507. 510. 511, hier ist es. Wow, coole Unterkunft. Mit Blick aufs Meer. Hey, jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich bin noch mit Benjamin verabredet, dem Walschützer im Walmuseum. Hi Benjamin. Hallo. Tag vor, lass mal, wir können auch Deutsch sprechen. Oh, du sprichst Deutsch? Ha, das ist super. Ich habe nämlich ganz viele Fragen an dich. Ja, dann komm einfach mal mit, komm. Ja, du meine Güte. Ganz schön gewaltig, was, wenn man so davor steht? Wow, allerdings. Das ist ein Pottwal, der mit einem Riesenkalmar kämpft. Riesenkalmar? Diese sagenumwobenen Tiere sind doch die Lieblingsspeise des Pottwals, oder? Ja, genau. Ah, prima, dass du an dein Foto gedacht hast. Hey, stimmt ja. Warum sollte ich den eigentlich mitnehmen? Weil wir Forscher so eine Art Fingerabdruck vom Pottwal machen. Wie? Fingerabdruck? Wale haben doch gar keine Finger. Ja, aber sie haben eine Schwanzflosse. Die nennt man Fluke und die ist so einzigartig wie unser Fingerabdruck. Komm, ich zeig's dir. Aha. Schau mal, Olli. Hier kann man ganz verschiedene Schwanzflossen sehen. Und jede Schwanzflosse ist eben einzigartig. Daran können wir sehen, welche Kämpfe zum Beispiel der Wal überstanden hat. Oder wenn wir an verschiedenen Stellen die Fotos von den Pottwalen machen, können Wissenschaftler auf der Welt sehen, wo sich der Wal hinbewegt hat. Ah, ist ja eine tolle Sache. Ja, aber was kann ich dabei tun? Ja, aber du bist doch bekannt als exzellenter Tierfotograf. Ah, Moment, verstehe. Wir versuchen an die Wale ranzukommen und dann mache ich Fotos von den Fluken. Ja, genau. Da fahren wir mit dem Boot raus, wird aber eine ziemlich schaukelige Sache. Puh. So ein paar klitzekleine Wellen machen mir doch nichts aus. Kann sofort losgehen. Nein. Warte, vorher zeige ich dir noch einen Ort, wo wir Wissenschaftler auch noch Wale sehen können. Komm. Aha. Puh. Ah, jetzt verstehe ich. Von dort oben können wir die Wale vielleicht sehen. Ja, genau. Da oben ist der andere Leuchtturm. Okay, wer zuerst oben ist. Uiuiui. Hey, und Olli, wo bleibst du?
Hey, ist der spanische Wissenschaftler Iñaki von Marefa. Hey, podemos ver. Claro. Hey, kannst du mal reinschauen? Oh, super, schauen, danke. Und, kannst du was sehen? Nee, ich sehe keinen Wal. Ja, dann lass uns mal auf die andere Seite vom Leuchtturm gehen. Schade, jetzt habe ich immer noch keinen Wal gesehen. Ja, aber das macht doch nichts, Olli. Wir fahren erst morgen mit dem Schiff raus. Warum denn nicht jetzt? Ja, weil jetzt ist schon viel zu spät. Zu spät? Es ist taghell, Benjamin. Ja, natürlich, Olli, aber wir sind ja hier nördlich vom Polarkreis. Und da geht die Sonne um Mitternacht gar nicht unter. Ach so. Jetzt gehst du lieber mal schlafen und dann sehen wir uns morgen wieder, okay? Okay, machen wir so. Bis morgen dann. Ciao. Tschüss. Ist doch viel zu hell zum Schlafen. Mitternachtssonne. Na gut, stehe ich eben wieder auf. Unglaublich. Es ist mitten in der Nacht und die Sonne scheint hier immer noch. Oh, Wal, ja. Flug. Mitternachtssonne. Oh, Wale. Flug. Wale? Oh, ich musste den Walen. Oh. Oh, hi Benjamin. Hi Olli, gut, dass du da bist. Können wir gleich losgehen? Auf, komm. Ja, super. Olli, wie geht's? Naja, es geht so. Also die Wellen sind doch schon ein bisschen höher als klitzeklein. Ja, also ich glaube, es wäre vielleicht besser, du würdest eine Seekrankheitstablette nehmen. Eine Seekrankheitstablette? Also die brauche ich nur gar nicht. Ja, aber es wird schon ganz schön arg schaukeln. Ja, das stimmt. Warum kommen die Pottwale eigentlich direkt hierher vor Andenes? Ja, hier gibt es halt so eine Art Tiefseegraben, das heißt, das Wasser geht ganz tief runter. Ah. Das nennt man Unterwasser-Canyon. Ein Unterwasser-Canyon? Genau. Ah, und wie tief geht's denn da runter? Ja, am Anfang 1000 Meter, aber danach 2500 Meter. Das ist viel höher wie die Berge, die du da im Hintergrund siehst. Aha. Ja, und wieso brauchen die diese Tiefe? Ja, die brauchen halt Futter. Die möchten ganz viel zum Fressen haben. Aha. Und die essen am liebsten Riesentintenfische. Und Riesentintenfische jagen am liebsten Fische unter Wasser. Und zwar nicht an der Oberfläche, sondern 500, 600 Meter tief. Ach so, jetzt verstehe ich. Weil die Fische so tief schwimmen und die Riesentintenfische diese Fische fangen wollen. Ja, und die genau. Pottwale die Riesentintenfische fangen wollen. Und deswegen kommen die Pottwale hierher, weil die alle, dann treffen die sich alle da unten und fressen sich gegenseitig, oder wie? Ja, so ungefähr. Und das nennt man dann Nahrungskreislauf. Ah. Irgendwas, das größer ist, frisst immer irgendwas, das kleiner ist. Ach so ist das. Und wie lange kann ein Pottwal tauchen? Bis zu über 2 Stunden. Bis zu über 2 Stunden? Ohne einmal zu atmen. Ohne einmal zu atmen? Ja. Warte mal, ich versuche das auch mal. Ja, das waren ja nicht mal 10 Sekunden. Ja, ich glaube, ich käme nicht so weit runter, ne? Sag mal, ich habe gehört, das Boot hier kann den Wal hören. Stimmt das? Ja, genau. Wir haben Mikrofone vorne am Boot installiert. Und das sind so Unterwassermikrofone. Und am Anfang hört man nur Wasser plätschern. Und dann nachher, wenn der Pottwal näher ist, kann man Klickgeräusche hören. Ungefähr so. Und weißt du, wer die Wale hören kann? Der Kapitän. Hi, du hast ja einen tollen Job. Du kannst den Walen den ganzen Tag so nahe sein. Und außerdem habe ich gehört, dein Boot kann die Wale hören. Stimmt das?
kann den Boot hören in Wahl. Ja, das kann wir hören. Oh. Ich glaube, ich höre einen Wal. Benjamin, wir müssen raus. Wow, jetzt schau. Ja. Was für eine Fontäne. Wow. Das muss ich ganz schnell filmen. Boah, guck mal, der bläst schon wieder. Ja, wow. Boah, bin ich beeindruckt. Das glaubt mir ja keiner. Doch, ich mache ein Foto. So, jetzt müssen Sie es mir zu Hause glauben. Du, Benjamin? Ja? Der Pottwal ist doch das größte Raubtier der Erde. Aber ja? Man sagt doch auch zu den Walen, dass sie sanfte Giganten sind. Das passt doch gar nicht zusammen, oder? Doch, eigentlich schon. Guck mal, so gefährlich sieht er doch gar nicht aus, oder? Das sieht überhaupt nicht gefährlich aus. Und ganz im Gegenteil. Kommt jetzt die Fluke? Ja, wir müssen noch ein bisschen warten. Ah. Wow, jetzt schau. Ja, da die kommt's. Fluke. Ich mach schnell ein Foto. Wow. Awesome. Tschüss, Wal. Und viel Glück auf deiner Reise in die Tiefe. War die schön, Benjamin. Ja, wunderschön. Jesus. Boah. Sowas habe ich noch nie gesehen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Oh, jetzt ist er weg. Benjamin, schau mal, meine tollen Flugenbilder. Wow, die nehme ich jetzt gleich mit und zeig's den Wissenschaftlern. Ich bin so froh, euch Walschützern geholfen zu haben und... ich hätte jetzt gern so eine Tablette. Ja. Du Olli, das ist jetzt auch schon zu spät. Ui, na gut. Aber trotzdem, vielen Dank für das tolle Abenteuer. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Hadebra, Captain! Ciao. Schaut mal hierher. Das ist doch der absolute Hammer, oder? Und wisst ihr auch, für wen diese Postkarte ist? Für euch. Und wisst ihr, was ich damit jetzt mache? Die schreibe ich jetzt. Und ihr könnt sie euch dann auf meiner Internetseite anschauen. Ja, bin gespannt, auf welches schützenswerte Tier ich bei meiner nächsten Expedition treffe.